YouTube, was geht? Hier ist Patrick Spector von Always Overdressed und ich darf euch endlich, meine Freunde, zu einem neuen Farfetch Unboxing Video begrüßen. Für diejenigen, die immer auf Twitch dabei sind, ihr wisst Bescheid, es gab einen Shopping Stream, da haben wir eine gewisse Auswahl getroffen und von dieser Auswahl haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Pieces hier an meiner Seite Platz gefunden, die wir heute gemeinsam aufmachen werden und gucken, ja, was ich mir so gegrabt habe. Wie immer, meine Freunde, dickes Dankeschön an euch, die das Ganze natürlich möglich machen. Und selbstverständlich gibt es auch wieder einen Rabattcode, den ich hier einmal für euch einblende. Aber alle Informationen, auch die Links zu den einzelnen Pieces, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Ich muss dazu sagen, die Sachen chillen jetzt bestimmt schon 3 Wochen hier im Office. Und ich kann es kaum abwarten, die endlich mit euch zu öffnen. Es sind Sachen dabei, die so ein bisschen überraschend sein könnten, aber ich habe auch versucht, gerade jetzt für die Jahreszeit, für die Sommerjahreszeit, so ein paar Sachen mit reinzuwählen, die einfach passen, sei es Sonnenbrillen oder auch T-Shirts, weil diejenigen, die den Shopping-Stream angeguckt haben, die wissen, dass gerade bei T-Shirts sehr, sehr schwierig ist, da was Nices zu finden. Vielleicht ist ja bei der neuen ADR-Kollektion was mit dabei. Schaut da gerne natürlich auch vorbei. Und ich würde vorschlagen, genug gelabert, wir sliden rein. Und ich fange einfach mal oben an. Ich kann jetzt schon erahnen, dass das hier wahrscheinlich entweder eine nice Hose sein wird oder halt das erste T-Shirt. Wir machen das Ganze einmal auf. Und es ist tatsächlich eine Hose, Freunde. Die Hose, die ich euch schon sehr, sehr oft, gerade wie gesagt, bei wärmeren Temperaturen empfohlen habe. Viele von euch werden sie bereits kennen. Aber eine Sache, die wirklich für all diejenigen super interessant ist, die nicht so auf kurze Hosen stehen. Weil kurze Hosen, ähnlich wie T-Shirts, schwierig. Aber es gibt einfach Temperaturen, da kommt man nicht drum herum. Und da ist dieser Stoff vor allen Dingen wirklich key. Ich rede natürlich von dem Plissé-Stoff von Issey Miyake. Also Issey Miyake en Plissé. Ich habe da jetzt schon 2 lange Hosen und 2 kurze. Ich habe mich dazu noch entschieden, ja, diese lange zu holen in so einem Grau, Hellgrauton. Ich feiere die Farbe des Grauens, wie gesagt, gerade für den Sommer. Sehr, sehr nice. Ich sehe gerade, dass die jetzt nicht zu lang, also jetzt nicht zu stackend auf dem Schuh ausfallen wird. Aber ich werde euch natürlich auch ein paar Fitpicks noch einblenden, um das Ganze euch zu veranschaulichen. Aber Fakt ist, Freunde, der Stoff ist einfach unfassbar. Der Stoff ist Go-To für warme Tage und ihr werdet es wahrscheinlich selber schon kennen und mir auch recht geben, dass das Ding hier ein Essential schon fast ist für den Sommer. Ich finde auch die Farbe sehr, sehr nice und zur Qualität brauche ich nicht sagen. Die sind ein bisschen anfällig. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel lange auf den sitzt oder so, dann kann der Plissé-Stoff so ein bisschen flach gedrückt werden. Aber das ist jetzt nichts, wo man sich irgendwie groß Sorgen machen muss. Kostet jetzt hier in der Ausführung 320 Euro. Aber wie gesagt, der 10% Rabattcode, der wird euch da vielleicht ein bisschen unterstützen, um das Ganze ein bisschen günstiger abzustauben. Und wir machen direkt weiter. Ich kann jetzt schon sagen, dass die nächsten beiden Sachen safe dann die T-Shirts sein werden. Ich habe ein teures und ein etwas günstigeres mit reingenommen. Ein Blick wird reichen. Jo, das ist das Ding, was ein bisschen günstiger ist. Super nices Basic für den Alltag, wo man jetzt nicht groß drum überlegen muss, das Ganze zu stylen. Die Kollektion von 032C, der Berliner Brand, haben wir uns auch live im Stream angeschaut. Und da habe ich jetzt mir dieses T-Shirt, dieses weiße T-Shirt gezogen. Kostet, glaube ich, 75 Euro, also preislich im Rahmen, wo einfach vorne dieses Artwork zu sehen ist, was so ein bisschen an einen Barcode dran erinnert. Finde ich sehr, sehr nice. Mir gefällt auch die Aufmachung. Qualität, muss ich sagen, es ist okay. Jetzt für den Preis nothing special, aber ich glaube, für den Preis kann man da nicht meckern. Fitting bin ich mal gespannt. Sieht jetzt relativ lang geschnitten aus. Ihr wisst, dass ich die T-Shirts ein bisschen cropped feiere. Genauso fallen sie ja auch bei ADR aus. Gerade bei der Sommer-Collection haben wir darauf geachtet, dass es einen nice Fit hat. Aber für den ersten Eindruck ist es halt ein Branding-T-Shirt, wo das Branding jetzt nicht so mega krass plakativ zu sehen ist, sondern so ein bisschen eingearbeitet in das Artwork. Und das finde ich immer super nice. Und ja, Mann,
für 75 Euro. Ist das vielleicht etwas, was euch auch gefallen wird? Und ich kann mir auch vorstellen, dass das T-Shirt vielleicht mit der Hose, so das T-Shirt dann in die Hose eingesteckt, ja, ganz nice kommen kann. Machen wir dann mit dem zweiten T-Shirt weiter, was dann deutlich, deutlich teurer war. Es ist wirklich ein T-Shirt, da werden wir uns streiten, ob es nice ist, ob es nicht das Geld wert ist. Aber ich wollte wirklich, tut mir leid, dass ich das sage, auf Krampf T-Shirts haben. Und deswegen habe ich mir jetzt hier eins geholt, so einen Band-T-Shirt, kann man schon fast sagen, von Raf Simmons. Und hier fällt mir direkt auf, dass der Cut, also der Schnitt, mir deutlich besser gefallen wird. Das ist wirklich ein Boxy-Schnitt, ein bisschen cropped. Und das Artwork, ja, da kann man sich halt drüber streiten, ob das jetzt super nice ist oder ja, nothing special. Ich fand es in Ordnung. Ich muss aber wirklich sagen, das T-Shirt kostet, glaube ich, über 300 Euro. Und dafür ist die Qualität, also zumindest so von der Haptik, nicht so nice. Aber das wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen. Die Nähte sehen eigentlich alle super gut aus. Aber für das Geld ist es natürlich schon, ja, ein Brett, ja, eine Stange Geld. Deswegen entscheide gerne selber, ob das ein T-Shirt ist, womit ihr rumlaufen würdet. Das gibt es auch in verschiedenen Variationen, wo hinten ein Backprint ist, wo vorne nochmal ein anderes Motiv drauf ist. Ich fand das hier eigentlich am meistesten. Und ja, nochmal als Kontrast zu dem Weißen hier ein Schwarzes mit so leichten farblichen Akzenten. Ja, das war's jetzt leider erstmal zu den T-Shirts, aber ein Sommerpiece habe ich noch am Start. Und da muss ich zugeben, dass ich das schon aufgemacht habe. Und ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, aber ich glaube, ich werde mir da lieber nochmal eine andere grabben, weil die, ihr werdet gleich sehen, sieht schon so ein bisschen einfach zu abgespaced aus. Das ist eine Sonnenbrille von Balenciaga. Balenciaga macht aktuell einiges richtig, sowohl bei den Schuhen als auch bei den Accessoires. Hatten ja wirklich seit 2016 einen Ultra-Hype, dann meines Empfindens so ein bisschen abgeflacht, aber aktuell wieder sehr, sehr krass. Auch hier die Boots, die ich gerade anhabe, auch da gibt es ein LPU auf dem Patrick Spector-Kanal. Aber hier, diese Sonnenbrille habe ich mir gezogen in der Hoffnung, ja, dass sie mir diesen, ich sag mal, diesen futuristischen Vibe gibt. Macht sie auch, allerdings ist sie mir ein bisschen zu groß. Ich setze sie jetzt einmal auf. Das ist eine schwarze Sonnenbrille, wie gesagt, von Balenciaga, die halt auf einer Seite das Branding hat, andere Seite komplett clean. Die macht jetzt von der Haptik, ja, ist halt Plastik, ist einen soliden Eindruck, aber jetzt auch keinen zu wilden. Aber ich setze sie jetzt einmal für euch auf und dann werdet ihr selber sehen, die sieht so ein bisschen aus, als wäre ich eine Fliege und die ist ein bisschen zu hoch. Die müsste so ein bisschen schmaler sein, damit die ja, noch krasser kommt. Und es gibt auch eine, die ein bisschen mehr in so eine, ja, spitzere Richtung geht. Und ich glaube, die werde ich gegen die hier austauschen. Die gibt es aber leider nicht mehr in Schwarz, sondern nur in so einem Camo-Muster. Aber ich denke, ich habe jetzt auch mittlerweile genug schwarze Sonnenbrillen. Deswegen zum Kontrast dazu sollte die ganz nice sein. Oder vielleicht sagt ihr auch, hey Patrick, die sieht so wild aus, behalt die. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, aber das war so der erste Eindruck, den ich hatte, als ich die aufgesetzt habe. Ansonsten, Packaging brauchen wir jetzt nicht drüber unterhalten. Insane. Also diese Ledertasche macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Da brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass da irgendwie was kaputt geht. Ich bin auch ehrlich zu euch, ich glaube, die Produktionskosten von dem Case wird vielleicht teurer sein als die eigentliche Sonnenbrille. Die war aber auch, by the way, im Sale. Ja, wichtig und richtig hier an der Stelle. Stechenpad lässt sich natürlich nicht ums Ohr hauen und gerade mit dem 10% Code kann man da nochmal, ja, ein bisschen was gut machen. Und jetzt zwei weitere Pieces, zwei Schuhe, ein Boot und ein Sneaker werden wir sehen. Wir fangen mal mit dem kleineren an. Ich glaube, da ist klar, dass das der Sneaker sein wird. Das ist ein Sneaker, den ich tatsächlich schon in einer anderen Ausführung besitze. Und auch wenn es jetzt ein bisschen länger her ist, dass ich mir das erste Paar gezogen habe, bestimmt schon 2 Jahre mittlerweile, habe ich mich jetzt dazu entschieden, denselben Schuh in einem anderen Colorway nochmal zu holen. Und zwar ist es ein Sneaker von der Brand Maison Mihara Yasuhiro. Das ist ja eine asiatische Brand, die uns jetzt wirklich schon länger verfolgt. Wir feiern sowohl Klamotten an sich, als auch Accessoires, aber auch Schuhe und haben uns da vor kurzem sogar eine unfassbare Cargo Pants
geholt und ich bin super, super zufrieden damit. Es ist wirklich extravagant. Die machen schon Sachen, die man jetzt nicht überall sieht. Also gerade auch die Jacken so mit Double Layer und super vielen Taschen und die Hose sieht dann so aus, als hätte man einen Rock da drüber an, aber gefällt mir halt unfassbar gut. Ich bin wirklich Fan von der Brand und deswegen habe ich mir jetzt, wie gesagt, nochmal einen Sneaker geholt. Ihr werdet ihn alle kennen. Das ist der, ja, der so aussieht wie ein Chuck, aber in einem ganz besonderen Colorway, nämlich in diesem Khaki-Grün-Mint-Ton. Turbo-Wild. Also wirklich sehr, sehr nice. Es kommt jetzt in echt nochmal grüner rüber als auf den Bildern, weil gerade die Sohle hat wirklich schon so einen krassen Grünstich. Aber ich feiere den des Grauens. Er ist sehr, sehr klobig. Also wirklich ein breiter Schuh. Für die stagnant Vibes optimal. Und mit diesen Fat Laces hier, ja, runde das Ganze nochmal ab. Und ich kann die auf jeden Fall jeden ans Herz legen. Ich habe mir die jetzt in der Schuhgröße 42 geholt. Den gab es leider nicht mehr in der 41. Das heißt für mich, der wird ein bisschen groß ausfallen. Für euch sei gesagt, wenn ihr zwischen zwei Größen hin und her schwankt, dann nimmt definitiv die kleinere. Ansonsten, ja, true to size bis eine halbe kleiner würde ich euch da empfehlen. Aber der Schuh hier, geisteskrank, da gibt es auch eine Vans Edition, da gibt es eine High-Top-Variante. Also da wird wirklich jeder fündig, auch farblich super viel im Angebot. Ich fand diesen grünen, ja, mit am nicesten und deswegen reiht er sich hier noch in meine Sammlung ein. Und ich glaube, das stärkste, das letzte Piece kommt jetzt, weil das ist ein Brett. Und ich habe damit auch schon ein Instagram-Bild mit hochgeladen. Das bedeutet, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht es auf jeden Fall. Allein der Karton, ja, verrät schon, dass das ein Boot sein wird. Und ja, wir kaufen auch im Sommer Boots. We don't care. Ich mache das Ganze hier einmal auf und ich glaube, jeder von euch wird diesen Karton instant erkennen. Rick Owens. Ich glaube, bei jedem Farfetch LPU ist immer ein Piece von Rick dabei. Wir machen das gute Stück hier einmal auf. Auch den, Freunde, bin ich ehrlich zu euch, hatte ich schon an. Ich konnte es nicht abwarten, den zu rocken. Und ja, wie immer, Tote Bag ist natürlich am Start. Diesmal allerdings riesig. Oha, ich bin mir gar nicht aufgefallen. Das ist so ein großer Jutebeutel, den besitze ich tatsächlich noch nicht. Ist von der Mainline, wenn es mich nicht täuscht. Jo. Und ist halt, Freunde, ihr guckt selber. Ich glaube, ich brauche nicht weiter dazu sagen. Hier guckt noch so ein bisschen Pappe raus. Das ist so eine Tasche hier seitlich, die man zumachen kann. Man kann ihn aber auch so tragen, selbstverständlich. Und das Unfassbare an dem ist, die Sohle. Gerade Leute, für alle kleineren Leute da draußen, glaubt es mir, ich bin 1,76, mit dem Schuh bin ich safe 1,85. No cap. Das ist unfassbar. Ich liebe den Boot. Ihr wisst auch, dass ich ja Boots schon sehr, 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 sehr lange feiere und schon einige in der Sammlung habe. Aber davon kann man halt wirklich nie genug haben. Plus, das ist eine Sache, ich merke es ja auch bei den Boots, die ich jetzt habe. Jeden Boot, den ich mir jemals gekauft habe, den ziehe ich immer noch an. Und wenn ihr damit gut umgeht, dann ist das eine Investition, die nicht eine Saison, nicht zwei Jahre hält, sondern das ist wirklich mindestens 10 Jahre, wenn nicht sogar noch länger bei guter Pflege. Deswegen ja, kann ich euch nur empfehlen, in das Boot-Game mit einzusteigen. Und die sind, ich finde, geisteskrank mit einer meiner besten Boots, die ich besitze. Alright, Freunde, Question of the Video geht raus an euch. Welches dieser Pickups gefällt euch am besten? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Vergisst nicht den 10% Rabattcode, falls ihr irgendwas einsammeln wollt, einzulösen. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Crazy stuff. Boah, die riechen wild.